Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 elektrisiert seit Jahrzehnten die Massen. Viele Anekdoten aus mittlerweile 175 Duellen sind legendär, zahlreiche Aufreger gingen in die deutsche Fußballgeschichte ein. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt. Das Derby am 4. Spieltag der Spielzeit 1969/70 liefert eine kuriose Geschichte, als Schalke mit 1:0 in Führung geht, stürmen Fans und auch ein Hund den Rasen. Der Vierbeiner verbeißt sich im Allerwertesten von S04-Profi Friedel Rauschli, der daraufhin eine Tetanusspritze bekommt. 2004 steht der BVB finanziell nicht gut da. Die Schulden belaufen sich auf beinahe 100 Millionen Euro. Den Spott vom Lokalrivalen im Derby gibt's dafür aber umsonst. Das Duell am 6. Spieltag der Saison 1964/65 wird für Schalke zu einem Debakel. Nach 36 Minuten führt Dortmund mit Timo Konietzka, Lee und Co. mit sage und schreibe 6:0. Am Ende feiert der BVB, dessen Spieler schon in der Pause gerüchteweise mit Sekt anstoßen, einen ungefährdeten 6:2 Erfolg. Am 33. Spieltag der Saison 2006/07 hat der FC Schalke bereits eine Hand an der Schale und vor dem Derby als Tabellenführer einen Zählervorsprung auf den zweitplatzierten VfB Stuttgart. Dann kommt das Gastspiel beim BVB, in dem es für die Dortmunder sportlich um nichts mehr geht. Doch der BVB gewinnt das Spiel mit 2:0 und lässt die Träume der Schalker Fans platzen. Der Spruch "nur gucken, nicht anfassen" in Bezug auf die Meisterschale setzt sich durch und steht anschließend sinnbildlich für die titellose Zeit der Königsblauen. Und ihre lange Durststrecke seit dem letzten Titel im Jahr 1958 bekommen die Schalker von den BVB-Fans bei jeder Gelegenheit unter die Nase gerieben. Unschöne Aktionen der Schalke-Fans beim Revierderby 2003/04 bringen die Anhänger der Königsblauen eine im BVB-Dress gekleidete Affenpuppe mit ins Stadion und hängen sie demonstrativ an einen Galgen. Unschöne Bilder auf den Rängen gibt es beim Derby im Oktober 2013 zu sehen. In der Schalker Arena brennen Gäste, Fans Pyrotechnik ab, schießen Raketen in benachbarte Blöcke und zerstören Sitzschalen. Es gibt Konsequenzen. Einige Dortmunder Ultragruppierungen verlieren vorübergehend ihre Auswärtsdauerkarten. Für die nächsten Derbys wird das Kontingent der Gästekarten reduziert. Vor der Saison 2001 wechselt Andreas Möller von Dortmund zu Schalke. Ein Transfer, der bei den Dortmundern für Ärger sorgt. Schalke-Fans feiern den im Derby stark aufspielenden Möller mit Sprechchören, BVB-Anhänger machen ihrem Unmut mit einem Plakat Luft. Am 4. Spieltag der Saison 2008/09 dominiert der FC Schalke die erste Halbzeit in Dortmund und führt mit dem Pausenpfiff nach Toren von Jefferson Fafan und Rafinha komfortabel mit 2:0. Als Heiko Westermann in der 54. Minute das 3:0 köpft, scheint das Derby entschieden. Doch dann schlägt die Stunde von Alexander frei. Der Dortmunder Stürmer legt zunächst das 1:3 durch Neven Sabotic auf, trifft in der 71. Minute zum 2:3 und gleicht eine Minute vor dem Ende zum 3:3 aus. Was für ein Comeback des BVB, der 19. Dezember 1997 geht nicht nur in die Derby-Geschichte ein. Jens Lehmann erzielt an jenem Tag in der 90. Minute den 2:2 Ausgleich für den FC Schalke. Lehmann ist damit der erste Keeper, der in der Bundesliga aus dem laufenden Spiel heraustrifft. In der Saison 2003/04 wird ein anderer Keeper zum Derby-Helden, diesmal aber in seiner eigentlichen Funktion. S04-Torwart Frank Rost hält zwei Elfmeter, zuerst gegen Jan Koller, dann gegen Thorsten Frings.
In der 89. Minute besorgt er Besant das 1:0 für Schalke. Pyros sind ein gängiges, wenn auch illegales, Stilmittel, um Derby-Stimmung zu erzeugen. 2013 fliegen Feuerwerkskörper auf den Platz. Schalke-Keeper Timo Hildebrand beteiligt sich höchst selbst an den Aufräumarbeiten. Schalkes Gerald Asamoah wirft BVB-Torhüter Roman Weidenfeller nach dem Derby am 18. August 2007 rassistische Aussagen vor. Weidenfeller bestreitet diese, erhält aber 10.000 Euro Geldstrafe und 3 Spiele Sperre. Asamoah selbst benimmt sich auch daneben. Der Vollblut-Schalker lässt sich nach seinem Treffer zum 3:0 für die Königsblauen zu einem Kopfabjubel hinreißen. Nach dem Revierderby 2019 beschuldigt Kevin Großkreuz den damaligen Schalke-Keeper Manuel Neuer, ihn mit dem Ellenbogen attackiert zu haben. Weil aber auf den TV-Bildern partout nichts zu erkennen ist, wird Lügner Großkreuz in einer Videomontage der königsblauen Fans zum Pinocchio von Borussia Lüdenscheid in seinem letzten Derby 2010-2011 vor dem Wechsel zu den Bayern beweist Manuel Neuer noch einmal, dass sein Herz königsblau schlägt. Der Torhüter liefert in einem der besten Spiele seiner Karriere eine überragende Leistung ab und hält seinen Knappen das 0:0 fest. 2014-15 fertigt der BVB den Revierrivalen mit 3:0 ab. Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang spielen groß auf und jubeln in Verkleidung als Batman und Robin. Eine Aktion, die nicht überall gut ankommt. In der nächsten Saison jubelt Aubameyang zwar nicht kostümiert, erinnert aber nach einem Treffer beim 3:2-Sieg des BVB mit einem bedruckten T-Shirt an die Aktion aus der Vorsaison. Doch der nächste Streich des Gabuners folgt nicht lange danach. Im März 2017 jubelt Aubameyang wieder maskiert. Sehr zum Unmut seiner Vorgesetzten, denn die Maske entstammt einer Werbekampagne eines privaten Sponsors. In der Nachspielzeit im Derby 2016-17 verweigert Schiri Felix Zweier den Schalkern beim Stand von 1:1 einen Handelfmeter. Maskottchen Erwin ist unzufrieden, zeigt dem Unparteiischen nach Abpfiff die rote Karte und landet dafür fast vor dem Sportgericht. Die Karte hatte Erwin vorher auf dem Rasen gefunden. In einem irren Revierderby feiert der FC Schalke 2017-2018 ein Monster-Comeback. Die Dortmunder scheinen nach 25 Minuten bereits uneinholbar mit 4:0 enteilt. In Halbzeit 2 startet die Mannschaft von Domenico Tedesco allerdings eine historische Aufholjagd, die in der 94. Minute im 4:4 von Naldo mündet.